Sönke, du beschäftigst dich mit Hamburg als Musikstadt und dem Making of Hamburgs als Musikstadt. Du hast dir jetzt, das ist keine Überraschung, ein Hamburg-Buch ausgesucht. Hat das was mit deinem Thema zu tun, das, was du hier drin findest? Das hatte mal was mit meinem Thema zu tun, würde ich sagen. Beziehungsweise mein Thema hatte was mal mit dem Buch zu tun. Aha. Als es noch in einer anderen Ausrichtung war, als es vielleicht jetzt am Ende geworden ist. Was hat es damit zu tun? Kannst du das sagen? Ja, klar. Es geht eigentlich, die Schnittmenge ist die Transformation der Stadt. Mhm. Und was ich an diesem Buch so schön finde, ist, dass es gibt zwei Sachen zu sehen. Und zwar zum einen das, was nicht mehr da ist. Mhm. Und gleichzeitig kann man aber auch sehen, was noch nicht da ist. Das finde ich einfach sehr schön. Hier zum Beispiel bei den Elbbrücken, ich habe mich auch viel mit der hamburgischen Stadtgeschichte beschäftigt. Hier zum Beispiel sehen wir ja auch, was nicht mehr da ist. Die Eingangsportale von den Elbbrücken, die sehr aufwendig gestaltet waren im Original, die sind hier nicht mehr da. Ne? Und das ist sozusagen dann ein Zeitdokument eines Zustands, der sich immer wieder verändert. In diesem Fall jetzt eine. Der sieht, glaube ich, immer noch genauso aus, wie es auf diesem Foto aussieht, aber es sah mal anders aus. Mhm. Und wenn wir vielleicht weitergehen zu einem anderen Beispiel. Hier zum Beispiel ist es genau in der Zwischenphase, würde ich sagen. Es ist so eine typische Fläche, die vielleicht gerade vorbereitet wird und da passiert wieder etwas und es wird wieder etwas Neues gebaut. Also wo das Thema der Transformation im Grunde hier eingeschrieben ist, in diese beiden Bildebenen, ne? Genau. Hier, muss ich einmal rüberschieben. Ja. Ein ganz aktuelles Thema der Transformation natürlich, die Cityhöfe, die hier auch in dem Zustand zu sehen sind, in dem sie heute immer noch sind, muss man natürlich sagen, fragt sich, wie lange noch, da die Diskussion läuft. Genau, die Bilder sind zwischen 81 und 83 entstanden und für die Cityhofhochhäuser oder Cityhöfe heißt das, dass die weiße Fassade schon mit diesen grauen Platten über... Hier sieht man etwas nicht mehr und gleichzeitig sieht man etwas noch. Mhm. Das finde ich in diesem Buch, sagte ich ja eben schon, so schön. Mhm. Gehen wir mal weiter. Also was das mit meinem Thema zusammen zu tun hat, hast du ja gefragt. Mhm. In meiner Forschung zur Musikstadt habe ich mich eine Zeit lang mit den Transformationsprozessen ausgelöst durch musikalische Praktiken in der Stadt beschäftigt. Davon bin ich abgekommen, aber das ist sozusagen die Schnittmenge zu diesem Buch. Okay. Darüber hinaus aber bin ich in Hamburg auch aufgewachsen und habe viel Zeit in dieser Stadt verbracht. Und deshalb hat dieses Buch auch eine Art biografischen Bezug. Hier zum Beispiel sehen wir das IBM-Gebäude, das Gebäude, zu der Zeit IBM ansässig war. Ich habe in diesem Gebäude mal ein Praktikum gemacht. Mhm. Und zwar, als es dann das Verlagsgebäude vom Spiegel Verlag wurde. Okay. Dann habe ich im Vertriebsmarketing, ich war da so ein bisschen falsch in der Abteilung, aber das haben die dann auch gemerkt und haben mich in den Kulturspiegel gesteckt. Und was macht das dann mit dir? Es geht ja auch ein bisschen darum, was macht ein Stadtfotobuch mit der Person, die sich das zufällig oder ganz gezielt anguckt? Ich habe es mir schon gezielt angeguckt, beziehungsweise ich habe es geschenkt bekommen, zu Weihnachten, glaube ich, und fand es unglaublich spannend, in diesem Buch genau das, was ich vorhin sagte, zu entdecken, okay, wie sah eigentlich etwas aus, was ich vielleicht ganz gut kenne, eine Ecke, wie sah sie aus, bevor ich sie kennengelernt habe. So, das finde ich unglaublich spannend und ich finde es sogar so spannend, finde es immer noch so spannend, dass ich dieses Buch, mein Buch zu Hause, nie fertig durchgeblättert habe, weil ich nicht wollte, dass es endet. Mhm. Das ist wie ein guter Film. Das heißt, wir werden auch nicht bis ans Ende blättern. Vielleicht ist das denn jetzt der Anlass, mal bis nach hinten durchzuschauen. Lass mal sehen, was du noch markiert hast. Warum Burger King? Burger King, das ist so eine Schnittmenge wieder auch zu meinem Thema, wenn man möchte. Und auch zur Transformation vielleicht. Und aber auch biografisch Burger King, da habe ich ganz viele Burger gegessen als Teenager, wenn man in die Stadt fuhr. Du kommst ja aus der Peripherie. Ich komme aus der Peripherie. Dieses Buch hat ja auch was mit Peripherie zu tun, ne? Genau.
Aber zu diesem speziellen Gebäude finde ich, ist noch diese Anekdote ganz schön, einfach, dass jetzt ja Starbucks der Betreiber dieses Gebäudes ist. Im oberen Abteil aber das Elbphilharmonie-Café ansässig ist und die Konstellation eigentlich fast schon ein bisschen witzig für die Stadt. Die Elbphilharmonie hat unglaublich viel Geld gekostet und so weiter. Da ist das Elbphilharmonie-Café drin, wo man Karten kaufen kann. Und die Elbphilharmonie ist in ihrer Stadt Untermieter bei Starbucks im Gebäude. Das ist eigentlich schon ein bisschen eine absurde Konstellation. Ja. Kannst du mit diesem Stadt-Landschaft-Cityscape-Begriff was anfangen? Der hier schon auch von dem Format her, auch ich finde schon von der Farbigkeit, dieses atmosphärische, leicht dunstige irgendwie rüberkommt. Ja, also die Farben der Fotos, die sind so ein bisschen wie die Lehmann-Filme, Lehmann von Sven Regen, da immer dieses, oder diese vielen Filme, die es über auch Ende der 80er in die Wendezeit gibt, und die so ein ganz bestimmtes Gefühl transportieren. Ja. Ich mag die Farbe, da ist irgendwie ein schöner Bezug drin. Warum ich das hier markiert habe, hier sieht man einfach ganz viel nochmal, was es noch nicht gibt. Das ist die Straße unten am Fischmarkt. Man erkennt sie kaum wieder. Und was ich noch schön finde, das ist auch noch ein vierter oder dritter, wie viel haben wir, Aspekte, der zieht sich durch das ganze Buch durch, ist die Werbung, die wir sehen. Ja. Das ist so, wofür wird geworben und auch wo wird geworben. Es gibt im hinteren Teil, ich habe es nicht markiert, ist der Wasserturm unten beim Baumwall, ich weiß gar nicht, ob es ein Wasserturm ist, dieser runde Turm, mit einem riesigen, vielleicht finden wir es kurz, riesigen Mercedes-Logo beklebt. Finde ich jetzt nicht beklebt, also Mercedes-Benz, das ist so, die Stadt war sehr stark mit Werbung zugepflastert. Das kennt man aus Hamburg heute nicht mehr, das kennt man von anderen europäischen Städten. Ne? Findest Malen du im Vergleich? So. Im Vergleich auf jeden Fall, sieht man sehr wenig. Am Jungfernstieg ist kein Hotel mit großen Coca-Cola obendrauf oder Samsung oder so etwas zu sehen. Ja, das ist aber auch ein Hamburger Thema, gerade auch um die Alster rum, ein historisches Thema des Stadtbildes, wie dieses Stadtbild gepflegt werden kann und unter anderem von Reklame auch freigehalten werden kann. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Riesenthema und es gab wirklich jemand, der in der Stadt dafür zuständig war. In den 80ern galt das alles nicht, das finde ich auch auffällig und man kann im Grunde so richtige Studien über natürlich auch Gestaltung und Design machen. Ne? 1000 Töpfe, klar, das muss jeder kennen, der irgendwas mit den 80er Jahren in Hamburg zu tun hat. Ja, für mich war es jetzt ein anderer Bezug als 1000 Töpfe, sondern natürlich Flora, rote Flora, neue Flora, meine Forschung zu den Musicals und den Transformationsprozessen eben und auch dem Rattenschwanz der Flora-Proteste zu der Zeit, Anfang der 90er dann auch. Deshalb habe ich das markiert, einfach ein ganz wichtiges Gebäude für meine Forschung auch, also in Teilen. 1000 Töpfe gab es auch in Altona, oder? Ja. Genau, die rote Flora nur da, aber 1000 Töpfe auch andernorts. Ja, das ist ein ganz... Das hast du dir auch ausgesucht. Absolut, also weil das ist ein Foto, was ich mir ganz oft angeguckt habe und versucht habe, das gibt's doch nicht. Da ist so ein Aspekt drin der Transformation und auch des Denkmalschutzes vielleicht, weil dieses Gebäude gibt es nicht mehr. Nein, das gibt es nicht. Hier und, müsste doch die Musikhalle sein, ne? Wir sind ganz unten. Wir sind unten Holstenwall. Hier ist quasi die Ost-West-Straße. Gegenüber ist das Museum für Hamburgische Geschichte. Wir sind ganz unten. Ah, wir sind auf hier ist hinter uns ist das Bismarck-Denkmal. Ja, ja. Im alten Elbpark. Ja. Und hier ist jetzt dieses Hotel mit dieser Glasfassade, was hier steht und ein bisschen geschmacklos ist. Und, und das Motel One ist da. Moment. Ja. Ja. Gut. Und hier ist die... hier ist die Schule. Ja, richtig. Richtig. Die Ecke kenne ich natürlich gut, weil ich gegenüber gearbeitet habe. Hier war ein Depot in dem Haus von der Textilabteilung, wo wir immer hoch und runter, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich so beeindruckend, heute würde man natürlich im Leben nicht auf die Idee kommen, dieses Gebäude abzureißen. Aber ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da, ja. So, und dein letztes. Bin ich gespannt, was ich jetzt letztes markiert habe. Stadtlandschaft. Ah ja. Gut, sag mal. Auch etwas, was nicht mehr da ist. Und was, soweit ich weiß, Architekturpreise gewonnen hat, dieses Gebäude. Die Postpyramide in der City Nord. Eine Seite vorher ist
ist das jetzt Vattenfall, früher HLB-Gebäude, zu sehen, was unter Denkmalschutz steht und immer noch als architektonisch doch einmalig gewürdigt wird. Und dann aus der gleichen Zeit, wenn ich richtig weiß, die Postpyramide, die Stück für Stück abgeknabbert wurde und einfach nicht mehr existent ist. Aber interessant, auch so eine Lesart, wie wir eben schon hatten, wo es wirklich um die historischen Zusammenhänge geht, das nicht mehr oder noch nicht Dasein von Stadt. Und wir sehen aber eigentlich überhaupt gar nichts, zumindest nicht mit, indem wir Menschen sehen, was mit Alltagspraktiken oder so angeht. Genau. Ne? Es ist dann in dem Sinne wirklich Landschaft. Ja, das sieht man auch vorne, ne? Wenn man das einmal zuklappt. Ja. Da ist niemand zu sehen, selbst Autos sind rar. Ne? Genau, das steckt eigentlich schon das Thema, muss es ja auch, es ist das Titelbild an. Und das Wertige dieser wirklich Alltags- und Zwischenorte, einerseits natürlich in diesem Format aufgehoben und dann hier diese goldene Schrift, die da reingeprägt ist. Das ist, soll sicherlich auch einen Kontrast oder eine Aufwertung dieser eigentlich eher unbeachteten Orte sein. Ne? Ja. Was ja auch eine Perspektive der europäischen Ethnologie ist, die wir teilen. Danke, Sönke, für das Gespräch. Sehr gerne.